Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute einen richtig leckeren Krustenbraten auf Weißkohl und wenn du wissen möchtest, wie man das macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann klick doch gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und während der Grill vorheizt, würde ich sagen, wir legen direkt mal los mit der Schnibbelei. Denn natürlich gibt es so ein bisschen was zu tun und da haben wir als erstes jede Menge Knoblauch. Ich habe jetzt vor kurzem mal so Knoblauchfleisch gemacht, einfach für mich privat, um das mal zu probieren. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Knoblauch, das kannst du ja auch für noch ganz, ganz viele andere Sachen benutzen. Deswegen haben wir hier 5 schlanke Zehen Knoblauch. Also das ist ein Zehen Knoblauch, der ist ein bisschen milder im Geschmack wie der herkömmliche Knoblauch. Aber da kann ruhig ordentlich Knoblauch rein. Und diesen Knoblauch, den schneidest du einfach einmal in der Mitte durch und dann wird der eingeschnitten und dann von oben nach unten runtergeschnitten, so dass du feine Streifen hast. Und so Knoblauch, der passt ja grundsätzlich immer zu allem. Dementsprechend darfst du es hier mal so richtig übertreiben. Und du siehst, das ist schon ein ordentlicher Knoblauchberg. Aber keine Angst, dadurch, dass das jetzt gleich richtig schön vor sich hinschmort, verliert das auch diesen krassen Geschmack. Und dann haben wir hier eine weiße Zwiebel. Im Rezept am Ende des Videos schreibe ich 2 weiße Zwiebeln, weil eine habe ich noch heimlich geschnitten, ohne dass ihr dabei seid. Haha. Aber eine müsst ihr auf jeden Fall schneiden und diese Zwiebel, die wird als erstes mal von der Haut entfernt und dann von oben nach unten runtergeschnitten und wenn du dann quer dazu schneidest, erhältst du richtig schöne, feine Zwiebelwürfelchen. Und diese Zwiebelwürfelchen, die sind ja auch das, was diesen Kanal hier so ein bisschen ausmacht. In jedem Rezept ist irgendwie so eine Zwiebel verarbeitet, deswegen kannst du den Hashtag Zwiebelliebe unten in die Kommentare hauen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr über jedwede Unterstützung freuen. Ich lese aktuell alle Kommentare nur mit dem Beantworten. Das hapert so ein bisschen. Ich habe im Moment einfach viel zu tun. Als nächstes haben wir hier einen Weißkohl. Und jetzt weißt du auch, wo bei dem Bigosch-Rezept, was es letzte Woche gab, oder Bigosch, den halben Weißkohl, wo der herkam, nämlich von diesem Rezept, weil hier brauchte ich nämlich auch nur einen halben. Deswegen einen halben Weißkohl nehmen und den einfach fein von oben nach unten runterschneiden, sodass du eben so feine, ja, Weißkohlstreifen hast. Aber diesen Weißkohl, den musst du jetzt ein bisschen weich bekommen. Und das geht am einfachsten, wenn du ihn einfach als erstes mal in eine Schüssel packst und dann müssen da ein paar Zutaten dazu. Wir haben jetzt hier Worcestershire-Soße, Worcestershire-Soße, Worcester-Soße, was auch immer dir gerade einfällt. Und dann kommt da nämlich Zucker mit dabei und eine ordentliche Prise Salz. Und jetzt gehst du einfach her, ziehst dir am besten Handschuhe an, wenn du welche hast, und dann walkst du das Ganze ordentlich durch, weil dadurch wird nämlich der Kohl richtig schön weich. Das funktioniert übrigens nicht nur mit Weißkohl, sondern auch mit Rotkohl zum Beispiel, da mache ich das auch ganz gerne. Und du siehst, dann verliert er auch ordentlich an Wasser. Und dann gibst du den einfach in die Schale, auf den Knoblauch und die Zwiebeln drauf und misch das Ganze ein bisschen durcheinander. Und um da ein bisschen Flüssigkeit ranzubekommen, hier darf es jetzt ein ordentlicher Schluck Portwein sein. Nun habe ich hier so einen Braten und diesen Braten, den legst du einfach oben drauf. Der ist schon gepökelt, aber den können wir natürlich noch ein bisschen verfeinern und zwar indem wir Nelken da raufgeben, beziehungsweise diesen Braten mit Nelken spicken. Der ein oder andere wird das mit Sicherheit schon mal gesehen haben bei verschiedenen Braten und auch hier macht es das auf jeden Fall nicht schlechter. Und nun kommt dieser Braten bei uns auf den Grill. Übrigens ist das ein kleiner Pelletgrill tatsächlich, ein Träger Ranger und dann muss nur noch der Kerntemperaturthermometer rein und wir lassen das Ganze mal so anderthalb Stündchen in Ruhe. Denn nach diesen anderthalb Stündchen sollte das Ganze so aussehen. Und jetzt ist das aber noch nicht ganz fertig, sondern jetzt ist es schön gegart. Und jetzt erhöhen wir die Temperatur auf 160 Grad. Davor habe ich es auf 120, 110, 120 Grad gegart. Und die letzte halbe Stunde, die darf die Temperatur noch schön hoch. Und dann hast du einen richtig schönen, super saftigen, leckeren Braten mit dem passenden Kohlgemüse unten drunter. Da übrigens immer wieder Fragen zu dem Grill auftauchten, die
dieses Video hier ist gesponsert von freudeamgrillen.de und das ist ein Traeger Ranger. Das ist ein kleiner Pelletgrill. Wenn ich dazu mal vielleicht ein Video machen soll, hau's doch gerne mal unten in die Kommentare. Dann erkläre ich dir den Grill natürlich gern. Und hier haben wir jetzt wirklich einen super saftigen, knusprigen, leckeren, ach ich weiß auch nicht, einen super Braten auf jeden Fall. Und den kannst du dir jetzt schmecken lassen. Und zwar zusammen mit diesem Kohlgemüse. Und das ist ja jetzt, geht ja schon in Richtung Herbst-Winterküche. Deswegen habe ich mir überlegt, ich hau mal wieder seit langem das Buch Wintergrillen in den Ring. Wenn du noch nicht weißt, was im Winter, was der Winter so für dich bereithält, dann findest du in diesem Buch ganz viele tolle Rezepte. Und jetzt bekommst du natürlich noch das Rezept. Und ich bedanke mich wie immer sehr fürs Zuschauen, für jeden Kommentar, für jeden Daumen nach oben. Ich hoffe, dass du mir weiterhin gewogen bleibst, dass du die Videos teilst und verbreitest und dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!